Hallo da draußen. Das ist das dritte Video von drei Videos zur Zirkularatmung, einer Spieltechnik, die es dir möglich macht, auf fast allen Blasinstrumenten einen Ton zu halten, der auch nicht abreißt, wenn du durch die Nase einatmest. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der Zirkularatmung viel, viel schneller spielen kannst. Du lernst außerdem, was es mit den sogenannten Wobble-Sounds auf sich hat, die du vielleicht schon seit Jahren versuchst hinzubekommen. Das Geheimnis von Geschwindigkeit ist, mache kleine Bewegungen. Je kleiner und genauer du die Abläufe hinbekommst, desto schneller kannst du die Zunge, den Bauch und das Zwerchfell bewegen. Die Genauigkeit übst du am besten langsam und achtest dabei nicht nur auf die gute Artikulation, sondern auch auf das Timing, also die Tempogenauigkeit. Und das Üben mit einem Metronom ist dabei extrem hilfreich. Wenn du beim Schnellerwerden anfängst quasi zu nuscheln, dann werde wieder langsamer. Auch die Kraft der Zunge spielt dabei eine Rolle, wenn du schneller werden willst. Und wie jeden Muskel kannst du die Zunge trainieren. Eine effektive Übung dazu ist das Lippenploppen aus dem ersten Video. Dabei wanderst du allerdings mit dem Ploppen über die Lippe. Wenn deine Muskeln nach ein paar Minuten heiß gelaufen sind, kannst du sie dehnen, indem du eine Schnute machst und die Zunge am Gaumen fixierst, den Kopf nach hinten legst und dabei den Zungenboden massierst. Und die Zunge oben am Gaumen. Und bis runter zur Larynx massieren. Dann noch gähnen. Und die Zunge rausstrecken. Falls die Zunge verkrampfen sollte, dehne sie sofort wieder mit der Schnute. Und passt auf, dass euer Hut nicht runterfällt. Von diesem Ablauf kannst du gerne ein paar Einheiten machen. Bei der Gelegenheit räkle dich auch mal ein wenig, kreise deine Schultern in beide Richtungen und dehne deinen Hals. Und Wasser trinken schadet auch nicht. Ein kräftiger und eleganter Rhythmus mit aktivem Zungenschub ohne Bounce ist Okkeda, Nda, Okkeda, Da. Die Bausteine des ersten Teils sind K und Da. Wobei du hier einen offenen Zungenschub zusätzlich zum Lungenschub benutzt. Also nicht mit N verschließt. Deswegen lässt sich darauf auch nicht einatmen. Wenn ich die Einatmung einbaue, dann muss ich über das N gehen, dem zweiten Teil, und nehme N da. Die richtige Lufteinteilung ist bei solch schnellen Rhythmen enorm wichtig. Stresse dich also nicht, indem du versuchst,
so oft wie möglich einzuatmen. Stattdessen spiele zum Beispiel schnelle Pattern ohne Einatmung und baue langsamere Teile ein, in denen du dich auflädst, mit Luft auflädst. Oder nutze die Abatmung durch die Nase, wie im zweiten Teil meines Videokurses erklärt, wenn die Lunge voll ist. Du kannst übrigens jeden Rhythmus auf dem Didgeridoo nur so schnell spielen, wie du ihn sprechen kannst. Bei diesem Pattern übe zum Beispiel also erstmal mit Akt Tempo aufzubauen. Akt, 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 Akt. Dann den ersten Teil, Akt da, Akt da, unter. Da steckt das Akt drin. Nur, dass da zusätzlich ein Zungenschub kommt. Mit dem Bounce Breath ist einer der schnellstmöglichen Silben das Jung, Jung, mit dem ich im ersten Video 300 Mal pro Minute hätte atmen können, wenn meine Lunge nicht voll gewesen wäre. Übrigens mal ganz unter uns, musikalisch macht dieser ganze Tempo-Hustle eigentlich gar keinen Sinn. Aber mal so eine Salve abfeuern kann schon ziemlich gut treiben und Spaß machen. Jetzt kommen wir zum sogenannten Wobble. Wobble ist zunächst mal eine lautmalerische Beschreibung für das, was unten im Ditch zu hören ist. Zum Beispiel Ditto Wobble, Dio Wobble, Ditto Wobble, Dio Wobble. Wir hatten den Zungenschub, der unten im Ditch so wie wa oder wok klingt. Wenn du nur diese Worte ins Didgeridoo hineinsprichst, bekommst du ganz andere Laute. Wa, wa, wok, wok, wok. Und nicht den Zungenschublaut mit. Ähnlich ist es mit dem Wobble oder Wobber, wie wir ihn früher genannt haben. Es ist also ein Laut mit zwei Silben, Wobber, der nur gesprochen nicht den gewünschten Klang bringt. Jede und jeder hört und spielt etwas anderes als Wobber oder Wobble. Es gibt keine gemeinsame Definition und alles, was irgendwie nach Wobble klingt, kann und darf so genannt werden. Was ich dir hier zeige, ist also eine Möglichkeit, für die wir, tada, die Zunge benutzen. Schau dir nochmal die dritte Übung aus dem ersten Video an, die wir mit Wasser gemacht haben. Dort habe ich mit einer Ladung Wasser 20 kleine Schübe mit der Zunge gemacht. Das Grundprinzip des Wobble, wie ich ihn lehre, ist, die Luft in mehreren Etappen, nämlich mindestens zwei, herauszuschieben. Du.
Als Beispielrhythmus biete ich dir Dütto, 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 Dütto an. Halte dabei die Wangen eng anliegend, weil wir uns auf die Zunge fokussieren wollen. Ein Geheimnis des Wobbelns ist übrigens, solche und ähnliche Rhythmen mit einem gewissen Mindesttempo zu spielen. Je nach der Form deines Mundraums können die Teilbewegungen der Zunge dabei besser oder schlechter zu hören sein. Eventuell hilft es dir, wenn du deinen Unterkiefer weiter hinten hältst, also die unteren Zähne hinter die oberen bewegst. So, eigentlich hast du jetzt das Handwerkszeug, um mit Übung natürlich sicherer in der Anwendung der Zirkularatmung zu werden. Wenn du noch detaillierter in die Praxis der Zirkularatmung eintauchen möchtest, empfehle ich dir meinen Online-Tridu-Kurs. Dort lernst du für kleines Geld noch weitere Variationen der Atmung kennen und wie du sie in vielfältige Rhythmen einbauen kannst. Vielleicht ist es sogar möglich, mit derselben Technik zu schlucken, ohne dass der Ton abreißt. Lass dich überraschen. In mehreren Modulen führe ich dich systematisch vom ersten Grundton über die wirklich zahlreichen Spielmöglichkeiten zu ausgefeiltem Spiel auf Profiniveau. Ich verrate dir alle meine Tricks, um dein Spiel auf ein neues Level zu heben. Du lernst abwechslungsreicher und melodiöser zu spielen. Du wirst ganz viele neue Rhythmen kennenlernen oder auf dem Didgeridoo zu Beatboxen. Du kannst dich dem traditionellen Spiel annähern oder lernen, mit stimmbaren oder besonders tiefen Instrumenten die melodiöse Seele des Didgeridoos kennenzulernen. In meinen Vor-Ort- und Online-Workshops und im Einzelunterricht teile ich meine jahrelange Erfahrung als professioneller Spieler in Bands, auf der Bühne oder im Studio. Und selbst eine Ausbildung für Didgeridoo-Lehrer und Lehrerinnen biete ich als Gruppenausbildung oder Einzelfortbildung seit Jahren schon an. Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Trotz der etwas komplexeren Themen, die einfach viel Übung brauchen. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich. Oder buche gleich Einzelunterricht, den ich übrigens auch online gebe. Unterstütze mich gerne finanziell, mit guter Energie, mit einem Like. Und abonniere am besten meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das würde mir sehr freuen. Alles Gute aus Berlin.